Okay, Peter Käsbauer, jetzt habe ich hier unseren Doppel-Spezialist, Doppel-Mix-Spezialist seit Jahren bei Rosenheim. Vorige Saison eine gute Saison gehabt, aber wie ist es aus deiner Sicht gelaufen, Peter? Ja, eigentlich schon gut. Wir sind Fünfter geworden am Ende. Jedoch war es relativ, also ab der Hälfte der Saison war es schon klar, dass wir nichts mehr mit den Playoffs zu tun haben, aber auch nichts mehr mit dem Abstieg. War dann doch die letzten Spiele ein bisschen langweilig, aber im Großen und Ganzen sind wir auf jeden Fall zufrieden mit der Saison. Okay, deine persönliche Bilanz, was hättest du noch besser machen können oder wie siehst du einfach, was hätte besser laufen können aus deiner Sicht, einfach persönlich? Persönlich, ja, ich hätte das ein oder andere Spiel noch gewinnen können oder sollen müssen, dann hätten wir mehr Punkte gehabt und eventuell hätten wir in die Playoffs kommen können, aber ja, das ist das Ziel für die nächste Saison. Stichpunkt nächste Saison. Du hast vorige Saison viel Doppelmix gespielt mit der Pauline. Jetzt hast du eine neue Doppelpartnerin, der Isabel, glaube ich. Wie siehst du denn das? Also wir haben noch nie zusammengespielt, aber sie ist eine sehr gute Mixdame. Sie spielt mit Max Schwenger zusammen, sind sehr erfolgreich in der Jugend gewesen. Bin ich mal gespannt. Also ich glaube, wir spielen auch ziemlich gut zusammen und mal schauen, okay, wie es wird. Also eine neue junge Kombination. Die Mannschaft ist viel jünger geworden, aber es ist sehr viel Talent. Und ich glaube, das wird für die Zukunft sehr gut sein für Rosenheim. Als einer der Erfahrensten in der Mannschaft von Rosenheim, was ist wichtig aus deiner Sicht für die Zukunft des Vereins? Ja, wir machen es schon genau richtig. Also wir haben ein sehr junges Team, ein sehr talentiertes Team und müssen genauso weitermachen, die talentierten Spieler halten und immer wieder neue talentierte Spieler nachholen. Und die kommen sogar aus dem Verein auch. Heißt, die Arbeit, die wir machen, eigentlich einfach fortführen. Okay, Peter, jetzt bleibst du mal da. Da kommt der Olli, wir werden einfach über euer Doppel reden.